Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ich begrüße euch hier zu einem neuen Video. Ich bin schon früh unterwegs, der Sommer hat Einzug erhalten, es ist T-Shirt-Wetter am Fluss und wir haben in diesem Video heute was ganz Spannendes vor. Die Wassertemperaturen sind relativ hoch, die Fische sind gut drauf und auf dem Fluss draußen ist reger Schiffsverkehr. Ich möchte heute einen ganz besonderen Bereich beangeln. Solche Bereiche findet ihr an allen Gewässern, vielleicht sogar direkt vor eurer Haustür. Ich möchte eine Hafeneinfahrt beangeln. Alle unsere Flüsse haben irgendwo solche Verbindungen, Hafeneinfahrten, Verbindungen zu Altarmen, Verbindungen zu Baggerseen. All diese Bereiche sind mega interessant, denn langsam fließendes, manchmal auch stehendes Wasser trifft auf die Strömung des Flusses im Auslaufbereich und dort sammelt sich richtig viel Fisch. Viele Weißfische sind dort in diesem Mischwasser unterwegs und der Räuber folgt natürlich. Ein Problem haben diese ganzen Spots gemeinsam, denn wir treffen in der Regel auf starken Schiffsverkehr. Aus vielen Häfen starten Sportboote raus auf den großen Fluss oder kommen vom großen Fluss rein. Teilweise gibt es Industriehäfen, wo selbst große Pötte, Berufsschifffahrt, die Häfen nutzen, um dort anzulegen, aufzutanken, Ruhepausen einzuhalten. Also definitiv die Hafenausfahrten, die Verbindungen zwischen dem Fluss und dem ruhigen Wasser sind stark frequentiert von Schiffen. Und da ist es für uns Angler oftmals nicht einfach, denn wie angelt man mit einer Angelschnur? Und wenn die Angelschnur in einem blöden Winkel durch so eine Hafeneinfahrt bzw. Ausfahrt läuft, dann haben wir ganz schnell Gehuddel, denn unsere Schnur wird sich irgendwo in den Schrauben der Boote verfangen. Das freut die Bootsfahrer nicht und uns freut das umso weniger. Deswegen möchte ich euch zeigen, wie ich da vorgehe, was es zu beachten gibt. Und mit etwas Glück fangen wir sogar einen Fisch. In dem Video muss ich von einem schwimmenden Angelplatz von meinem Boot aus angeln, denn ich darf das Ufer, also die eine Seite des Hafens, nicht betreten. Das Naturschutzgebiet, die Wasserseite ist überall zum Angeln erlaubt, aber die Hafenmole oder besser gesagt die Hafenspitze, die rausläuft zum Fluss, darf nicht betreten werden. Wenn ihr an eurer Hafenausfahrt zu Hause das Ufer der Hafenanlage betreten dürft, umso besser, dann habt ihr nicht ganz so viel Action wie ich jetzt. So, jetzt schauen wir uns mal den Angelplatz genauer an und dann bereiten wir unsere Montagen vor. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir befinden uns jetzt exakt in dem Bereich, wo das stehende Wasser des Hafens, der Hafenanlage, hier auf den Fluss trifft. Und ich drehe mich mit meinem Schlauchboot aktuell nur im Kreis. Also, es ist ein richtiges Kehrwasser. Ich glaube, ihr kennt es auch. Hier ist relativ viel Dreck an der Oberfläche, viel Laub. Oben schwimmen auch ein paar größere Äste rum. Fisch ist überall auf dem Echolot zu sehen, aber dieser Bereich ist sehr schwer für uns zu beangeln. Der Waller wird genau an die Strömungskante kommen, um dort zu fressen. Und wir müssen es schaffen, genau in diesem Bereich auch unsere Köder zu präsentieren. Ich lasse mich jetzt mal hier ein bisschen weiter treiben. Und jetzt beginnt langsam mein Boot flussab zu gehen. Hier vorne seht ihr noch das drehende Wasser. Überall auch Blätter an der Oberfläche. Und hier draußen beginnt jetzt die Strömung. Hier hat der Fluss eine konstante Geschwindigkeit. Im oberen Bereich seht ihr noch die Dreher im Wasser, das verwirbelte Wasser. Dort trifft das stehende Wasser auf die Strömung.
Und hier geht es jetzt schnurstracks bergab. Und genau an dieser Strömungskante müssen unsere Köder landen. Dort können wir sie perfekt in der Strömung präsentieren und sind auch genau in dem heißen Bereich, wo der Waller seine Beute schnell wegsnacken wird. Wo der Waller aus der Strömung heraus ins stehende Wasser hineinschießt, um Beute zu machen, um zu jagen. Hier im unteren Bereich von meinem Angelplatz nach der Hafenausfahrt kommen mehrere Buhnenfelder. Die sind aktuell alle unter Wasser, aber die sind gut sichtbar gemacht durch diese rote Markierungsboje hier draußen im Fluss. Da seht ihr sie. Denn sonst würden die Sportboote oder auch die Berufsschifffahrt die aktuell noch unter Wasser liegenden Buhnenfelder nicht erkennen. Und da wird es Rums machen. Und genau aus diesem Grund, unterhalb Buhnenfelder, oberhalb Buhnenfelder, der Ausgang der Hafenanlage, das große drehende Wasser, der große ruhige Bereich, auch ein sehr tiefer Bereich. Wir haben Wassertiefen über 4 Meter in diesem Areal. Definitiv ein Hotspot. Auf jeden Fall ein Megaplatz zum Welsangeln. Ja, Finny chillt da hinten. Die hat es natürlich gut. Gell, Mause? Ja. Hier ist mein schwimmendes Zuhause, mein schwimmender Angelplatz. Schön in der Hafenausfahrt seitwärts geparkt, dass die anderen Boote problemlos an mir rein und rausfahren können, damit es kein Äscher gibt. Ja, wir fangen jetzt an und bereiten unsere Montagen vor. Auf geht's. Herzlich willkommen bei mir auf dem Boot. Jetzt geht's ans Montagenbauen. Die Ruten müssen raus. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, was jetzt zum Einsatz kommen wird. Wir werden unsere Köder grundnah präsentieren. Die eine Rute werde ich ganz bekannt mit einem Tauwurmbündel angeln. Die Vorfächer kennt ihr. Ich habe vorne dran eine 15 Gramm Tree-U-Pose. Die macht schön Radau unter Wasser. Und direkt dahinter folgend zwei 2-0er Drillinge. Die werde ich jetzt schön mit Würmern garnieren. Und die zweite Rute, da werden wir Köfis anbieten, Deadbaits. Und da habe ich was ganz Verrücktes vor, denn ich habe keine großen Köder bekommen. Moment, ich hole sie euch mal aus der Kühlbox. Ich habe relativ kleine Rotaugen dabei. In der Größe, wie ich sie sonst auch zum Hechtangeln nutze. Aber ich glaube, vor allem jetzt zur warmen Jahreszeit, holen sich die Waller auch gerne mal einen kleinen Happen. Und um die noch attraktiver zu gestalten, werde ich die als Doppeldecker anbieten. Zwei Stück hintereinander, gibt dann auch einen großen Happen. Imitiert so ein bisschen Fischschwarm. In Italien und in Frankreich konnte ich schon sehr, sehr gut damit fangen, weil wir nur kleine Köder gefangen haben. Da ist es aus der Not heraus entstanden, die Idee, zwei kleine Köder auf einem System zu präsentieren. Viele von euch kennen ja auch hier am Rhein die erfolgreichen Grundelbündel. Grundeln sind ja hier fangbar wie Sand am Meer. Einfach 10, 12 Grundeln auf zwei Drillinge hintereinander hängen, kann auch manchmal Wunder wirken. Und ich werde es heute mit Rotaugen probieren. So, und das System bauen wir uns jetzt schnell zusammen. Ich habe da jetzt eine Zeit lang überlegt, wie wir es am besten machen, ob wir zwei Einzelhaken wie so eine Art Haarmontage machen, aber ich werde es mit einem Drilling und mit einem Einzelhaken machen. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Einzelhaken. Da nehme ich meinen Lieblingshaken, den Megahook, und einen Drilling. Mal gucken, dass die noch schön scharf sind. Die sind alle schon im Einsatz gewesen. Drillinggröße 2-0, Einzelhaken der Megahook Größe 8-0. Als erstes werden wir jetzt den Stinger bauen. Also ich werde ein Kombi-Vorfach einsetzen. Hierzu nehme ich sehr gerne auch unser Universal Leader. Das wird später noch ganz wichtig, denn wir brauchen definitiv eine Schlagschnur hier bei der Fischerei, wenn die Ruten bzw. unsere Schnur dicht am Grund umgelenkt werden sollen. Und für den Stinger-Bereich könnt ihr auch dieses Material nehmen.
So, schneiden wir jetzt erstmal gute 40 cm runter. Dieser Verschnitt ist dann ja noch da. Montiere erstmal schnell den Drilling. Den montiere ich ganz normal mit einem No-Knot. Ich mache ganz ans Ende einen kleinen Knoten. Setze den jetzt hier hinten in meine Biegung des einen Drillingshakens ein. Wickelt 7-mal nach oben, schön nebeneinander. Und gehe mit dem Ende aus dem Haken wieder raus, aus dem Hakenöhr wieder zurück. Der Drilling ist schon perfekt fixiert. Ein kleines Stück Gummi drüber. Braucht da gar nicht viel. So, ganz perfekt. So, ans Ende machen wir uns eine Schlaufe. Ich mache jetzt den Abstand vom Haken bis zur Schlaufe mal etwas länger. Wer weiß, vielleicht habe ich nächste Woche wieder größere Köfis, dass das auch noch passt. Mein Vorfach kann ich ja später ganz universal anpassen. Schlaufe ans Ende. Kleinen Sicherungsknoten hinterher direkt. Überstehende Ende abschneiden. So, und schon ist euer Stinger für das Kombi-Vorfach fertig. So, mit der Schlaufe gehe ich jetzt hier durch das Öhr von meinem Einzelhaken. Das geht super bei dem Mega-Hook, weil der ein schönes, großes Öhr hat. Und schlaufe meinen Drilling einfach hier ein. Beste Verbindung. Die haltbarste Verbindung, also habe ich noch nie Probleme gehabt. Dann geht rucki zucki. So sieht das Ganze dann aus. So, und jetzt gehen wir mit der Mono oben durch. Mein Mono-Vorfach hat eine Stärke von 1,2 mm. Da brennt nichts an. Ganz perfekt, das nutze ich eigentlich überall. Bei meinen Vorfächern. Da ziehe ich mir jetzt mal gute 2,5 Meter runter. Mein Vorfach wird später eine Länge von 2 Metern haben. Aber ihr habt ja immer etwas Verschnitt und lieber ein bisschen mehr runterschneiden, als am Ende zu kurz rauszukommen. Die Mono verbindet ihr jetzt ganz einfach auch mit einem No-Knot mit eurem Stinger, um das Kombi-Vorfach zu bauen. Mit dem Mono-Ende gehe ich jetzt einfach nach hinten neben meine Geflechtschnur, die zum Drilling führt, lege das schön nebeneinander. Und wickel jetzt 5-mal zurück. 2, 3, 4, 5. Fixiere das Ganze. Dass der Knoten nicht aufgehen kann. Und gehe mit dem anderen Ende der Mono oben durchs Öhr des Einzelhakens. Es geht super gut. Großes Öhr. Keine Probleme beim Wickeln. Bring das Ganze ein bisschen auf Spannung, dass es sich schön zusammenzieht. Und ihr habt eine ganz tolle, saubere Verbindung. Ja. Das überstehende Ende der Mono knicke ich jetzt so leicht nach oben weg. Schneide mir da noch ein Stück ab. Keine Angst mit den Schnittabfällen, fällt alles ins Boot und wird später ordnungsgemäß im Müllsack verschwinden. So. Ende der Mono mache ich es ein bisschen heiß, dass es noch ein bisschen so zusammenschmilzt, der Knoten definitiv in sich geschützt ist. Ganz perfekter Abschluss. Da kommt jetzt wieder ein kleines Stück Gummi drüber. Dann ist euer Kombi-Vorfach schon in den Grundzügen fertig. Ein bisschen anfeuchten. Und den Gummi drüber schieben. Flutscht super und sitzt sehr, sehr
gut auf dem Haken. Also da steht nichts mehr ab vom Gummi. Liegt schön eng an, genauso muss es sein. Ich habe jetzt hier den Gummi in der Stärke 3x6 mm benutzt. Also wenn ihr es mal nachbauen wollt, der Tube mit dem Durchmesser ist perfekt, um eure Montagen einfach und schnell und vor allen Dingen effektiv bauen zu können. So, das Grundgerüst des Vorfachs, des Kombi-Vorfachs ist ready. Jetzt setzen wir unsere U-Posen drauf. Ich habe eine neue U-Pose, die jetzt in Kürze auf den Markt kommt. Jetzt schon länger in der Testphase. Unsere EVA-U-Pose kennt ihr ja in der Farbe Schwarz. Eine geile U-Pose aus so ganz weichem Material, aus dem gleichen Material wie manche Griffe von den Routen sind. Schön unauffällig unter Wasser. Und ihr könnt sie auch noch zusätzlich mit Duftstoff einsprühen, nimmt das Material gut auf. Die werden wir einsetzen in 10 Gramm. Und dahinter werden wir noch, um ein bisschen das Vorfach über den Stein schön sicher auftreiben lassen zu können, eine kleine 3,5 Gramm Mikro-U-Pose setzen. Also diese Montage wird im Gegensatz zu unserem Wurmbündel auf der zweiten Route mit der deutlich größeren U-Pose viel unauffälliger präsentiert. Aber wir brauchen bei dem System hier auch nicht so viel Auftrieb wie bei den Würmern. Die Würmer werden nachher schon ganz schön viel Gewicht haben. Deswegen mindestens 15 Gramm vorne dran. Denn wir werden unsere Rotaugen, unsere Deadbaits noch mit unserem Puncher ein bisschen bearbeiten, Auftriebskörper reinsetzen. Und dann reichen eigentlich zwei kleine U-Posen direkt hintereinander geschaltet. 10 Gramm direkt vor den Haken, vorm Köder und aufs Vorfach drauf die 3,5 Gramm, dass es schön gestreckt mit den Steinen hier in der Hafenausfahrt lockt. Die erste U-Pose kommt relativ knapp vor den Köder. Sag mal ungefähr 10 cm. Ich mache immer Folgendes: Daumen, Zeigefinger so spreizen, das ist mein perfekter U-Posenabstand. Ich habe riesen Hände, nehmt euch ein paar Zentimeter dazu, wenn ihr kleinere Hände habt, aber bei mir kommt es ganz gut hin. So, U-Pose ist perfekt fixiert. Fixieren wir noch knapp drüber die kleine Mikro-U-Pose. Setze ich jetzt ca. 20 bis 30 cm hinter die erste U-Pose. So, rucki zucki ist euer Vorfach fertig. Ans Ende kommt jetzt noch der Wirbel. Ich muss gleich mal schauen, ob ich noch ein bisschen Duftstoff dabei habe. Ich glaube, für Würmer habe ich auf jeden Fall was dabei. Für Fisch muss ich mal schauen, aber die Rotaugen haben schon von sich aus einen relativ starken Geruch, aber ich spüle gleich mal in der Kiste vorne. So, Delle, machen wir hier kurz mal Ordnung. Vorfach ist ready, schaut gut aus. Bevor wir das jetzt mit unserer Rute verbinden, ganz wichtig, habe ich euch vorhin schon gesagt, muss auf jeden Fall beim Angeln am Fluss, vor allen Dingen, wenn wir so hardcore eine Hafenausfahrt rausangeln und unsere Schnur direkt press am Boden lenken müssen, eine Schlagschnur drauf. Ich habe eine Hauptschnur in der 55er Stärke, die S-Line, geile Schnur. Aber wenn wir in die Steine gehen und mit Absicht noch die Schnur auf die spitzen Steine drauflegen, muss auf jeden Fall eine Schlagschnur drauf. Ich nutze hier das gleiche Material, die Zeus Universal Line, deswegen der Name ist Programm Universal, die wir eben für den Stinger benutzt haben, auch als Schlagschnur. In der 80er Stärke gibt es eine Nummer stärker, wenn es richtig extrem wird, aber hier die 80er reicht vollkommen aus, sonst wird es dann irgendwann auch zu dick. Der Schlagschnurknoten ist relativ einfach und schnell gemacht. Ich lege beide Schnüre aneinander. Fange jetzt mit der Schlagschnur an, lege diese zurück, dass sich hier diese Schlaufe bildet. Und gehe mit dem Ende meiner Schlagschnur 6-mal durch die entstandene Schlaufe.
Achtet drauf, dass das alles schön nebeneinander liegt. Anfeuchten. Und schön langsam zusammenziehen. Dass die Wicklungen beim Zusammenziehen sich schön nebeneinander legen. Nicht ganz anstraffen jetzt schon. Erst noch die andere Seite. Ja, die ersten Sportbootfahrer kommen auf den Steg, werden jeden Moment die ersten Boote aus dem Hafen auslaufen. Das andere Ende, meine Hauptschnur, jetzt zurücklegen, Schlaufe bilden. Jetzt gehe ich 8-mal da durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anfeuchten, schön langsam zusammenziehen, dass die Schnur sich schön nebeneinander legt, die einzelnen Wicklungen nichts überspringen kann. Noch nicht vollständig straffen. Jetzt die beiden Schnüre, die beiden Knoten gegeneinander ziehen. Zack. Schnurenden an der Seite nachspannen. Und ihr habt einen perfekten Schlagschnurknoten. Die überstehenden Enden werden jetzt abgeschnitten. Ich mache in der Regel vorm Abschneiden noch einen kleinen Sicherungsknoten. Kurz vor das Ende. Aber in der Regel fehlt sich da nichts und kann nichts durchrutschen. So, und jetzt kommt von vielen immer die Frage, ja, wie viel Schlagschnur soll ich denn auf der Rute montieren? Ich handhabe es in der Regel so, dass ich 3 bis 4 Rutenlängen, 12 Meter circa, auf meiner Rute auf die Hauptschnur aufspule. Da habe ich auf jeden Fall eine gute Safety Zone und so werden wir es diesmal auch machen. So, oder? Und hier ans Ende kommt jetzt mein Vorfach dran. Und dann können wir schon beginnen, unsere Köder vorzubereiten. Bei den Köfis müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Die waren vorher gefroren, dass er die nicht komplett jetzt zermatscht. Frische Köder wären mir natürlich lieber, habe ich aber leider nicht da. So, ich werde jetzt erstmal mit meinem Deadbait Puncher vorsichtig im Rückenbereich hier etwas Fleisch entfernen. Wir werden auch sehr bald den Deadbait Puncher in einem dünneren Durchmesser bringen, damit ihr auch bei kleineren Ködern problemlos das Rückenfilet entfernen könnt. Ich habe jetzt hier mit der Schere mir eine kleine Öffnung reingeschnitten und gehe jetzt vorsichtig rein. Ist gar nicht so einfach. Und hole mir von dem Rückenfilet vorsichtig was raus, damit ich einen Hohlraum schaffen kann. Passt auf, dass er die Außenhaut nicht verletzt. Hier kommt es schon raus. Und schiebe jetzt jeweils einen Korkstick in das Rotauge hinten rein. Das reicht vollkommen aus. Zack. Ist der schön hinten drin verschwindet. Und das Rotauge dann aufrecht an eurem System hinten im Wasser steht und in der Strömung schön anfängt zu schwimmen. Der erste Köder ist vorbereitet. Noch einen zweiten für unser Doppeldeckersystem. Wieder vorsichtig hier im hinteren Bereich. Kleine Öffnung reinschneiden.
und dann mit eurem Puncher in den Fisch eindringen. Ja, wenn die Dinger frisch wären, wäre es einfacher, aber es geht auch. Vorsichtig drehen. Rausschneiden. Hier ist es drin. Zack. Und den nächsten Korkstick einsetzen. Bei größeren Ködern empfehle ich 2 bis 3 Korksticks einzusetzen. Bei den Rotaugen jetzt wird einer reichen. Können wir aber gleich testen im Wasser. So, Teil ist drin. Hängen wir es mal an die Rute dran und gucken wir mal, wie sie schwimmen. Ich setze den Einzelhaken durch oberen Unterkiefer, mit dem Tandemfisch am nächsten Rotauge einen Drillingshaken durch oberen Unterkiefer und passe mir dann das Vorfach an, dass wirklich beide Rotaugen direkt im Schlepptau laufen, also direkt hintereinander schwimmen. Ja, das ist eigentlich einen echten Fischschwamm imitiert. Und das ist ganz problemlos machbar durch das Wickeln des weichen Geflechtmaterials auf eurem Kombivorfach, einfach um den Einzelhaken wickeln und so die optimale Köderlänge, Köderpräsentation eures Doppeldeckersystems anpassen. Ja, da im Hintergrund seht ihr das erste Spottboot rausfahren. Und die kommt definitiv wieder zurück. Schaut mal, wie knapp die hier um meine Ecke rumziehen. Deswegen Schnüre gut verstecken. Sonst haben die Jungs keinen Spaß. Und ihr auch keinen Spaß beim Angeln. Weil permanent irgendwo was drin hängt. Oder abgerissen wird. So, und jetzt testen wir mal unsere Baits. Ob die richtig stehen am System. Und dann kommt sie raus, die Rute. Ich hänge die dazu jetzt gerade hier ins Wasser rein. Ja, stehen schön aufrecht. Da würde ich definitiv als Waller auch zubeißen. Zwei Steine werden zum Einsatz kommen. Der kleinere Stein wird direkt mit einer doppelten 40er Mono mit dem Wirbel meiner Montage verbunden. Das ist der Stein, der den Selbsthakeffekt beim Waller erzeugen wird, sofern einer kommt und auf unseren Doppeldecker draufballert. Der wichtigste Stein jetzt aber aktuell ist unser Absäckstein. Das ist der größere Stein in dem Fall. Um unsere Schnur nach dem Ablegen der Montage schön lange über Grund zu lenken, dass die Schiffe problemlos drüber fahren können. Hier habe ich eine doppelte 38er Mono gebunden, etwas länger, und obendran so einen kleinen Alukarabiner. Den kann ich dann ganz einfach beim Zurückfahren kurz jetzt hier von meinem Angelplatz in die Hauptschnur einklinken. Ein bisschen weiterer Abstand, dass die Geflochte nicht direkt über den Grund geraspelt wird, sondern ein bisschen absteht noch zum Grund, einen kleinen Abstand hat. Ja, und so wird es laufen. Jetzt fahren wir mal raus. Und ich glaube, wir sollten auch noch einen Umlenker mitnehmen, um da vorne über diese Steinspitze die Schnur nochmal umlenken zu können. Weil genau dahinter werde ich sie dann zum Grund reinlenken. Dann packen wir uns noch ins Boot und dann geht's los.
Als erstes fixieren wir jetzt unseren Umlenker, genau hier vorne am Auslauf von der Hafenanlage auf der Steinpackung. Hier geht es super rein. Perfekt. Der ist ganz wichtig, damit unsere Schnur perfekt hier über die Hafenausfahrt, über den Steinpackungskopf an die Strömungskante gelenkt wird. So, stellen wir schön hoch ein, geht es schön drüber hinweg. Das bringt uns ja nichts, wenn wir unsere Hauptschnur perfekt am Grund verstecken und perfekt umlenken, dass kein Schiff reinfährt oder kein Dreck reinkommt. Und dann hier im Nahbereich nach dem Biss die Schnur über die Steine gerissen wird und reißt. Dafür sind die Umlenker wirklich Gold wert. Ich suche mir jetzt genau die Strömungskante zum Ablegen. Das erkennt ihr auch gut auf der Kamera. Hier, wo das Wasser anfängt, sich zu kräuseln, beginnt auch der Druck, der Strömungsdruck. Im Schlauchboot befinde ich mich jetzt aktuell noch im stehenden Wasser. Ah, jetzt kommt das nächste Boot schon raus hinter uns. Der Hafen beginnt zu leben, fast so groß wie meins. Da kommt er. Und wenn da alles passt mit dem Angeln, haben die Jungs auch überhaupt keinen Stress. Deswegen sicher umlenken und absenken. So, ich setze jetzt nochmal neu an. Genau an die Strömungskante muss der Köder im ruhigen bzw. drehenden Wasser kriegen wir Tüttel. Hier steigt es jetzt langsam an. 5 Meter haben wir draußen. So, jetzt setze ich erstmal die Köder ins Wasser. Bereite mir den Stein vor zum Abwerfen. Rute liegt vor mir im Boot. Bremse ist offen. So, jetzt suchen wir uns nochmal den perfekten Platz mit Echolot. Köder sind hinten im Schlepptau, schönes Standgas drin lassen, dann kann auch nichts passieren. Schaut mal, wie verführerisch die da taumeln. So, langsam wieder an den Spot ranfahren. Wir sind immer noch im stehenden Wasser jetzt. So, jetzt kommen wir langsam in die Strömung. Hier setzen wir ab. Stein kommt ins Wasser. Wird gefühlt zum Grund runtergelassen. Stein sitzt. Fahre ich langsam Richtung Hafenspitze, bereite mir schon den Absenkstein vor. Fange mir die Schnur ein. Klinke jetzt kurz vor der Spitze meinen Absenker ein.
und senke jetzt direkt vor der Ausfahrt meine Schnur ab. Direkt vor der Hafenausfahrt geht jetzt meine Schnur hier zum Grund runter, zum Absenkstein. Jetzt gehen wir vor auf den Umlenker, lenken sie um, dann ist die erste Route scharf. Leichte Spannung drauf, dass die Rute oben leicht geneigt ist. Check nochmal die Bremse. Bremse wirklich auf Druck einstellen, also dass da wirklich Bums kommen muss, dass der Waller sicher gehakt wird nach der Köderaufnahme. Bissanzeiger misst sich jetzt im Bootsmodus selber ein. Bei unserem Bissanzeiger könnt ihr sowohl einen Ufermodus verwenden, aber auch einen Bootsmodus. Ich habe hier nicht viel Wellenschlag, aber trotzdem merkt ihr jetzt gerade, großes Schiff ist vorbeigefahren. Auch hier im Hafengebiet bewegt sich das Boot. Check jetzt nochmal die Sensibilität, also dass er mir auf jeden Fall bei einem stärkeren Rupfer sofort Alarm meldet. Perfekt. Lautstärke noch ein bisschen hochballern, damit wir es, wenn wir jetzt baden gehen, auch hören. Okay, und jetzt noch schnell die Wurmrute raus. Die werden wir unten in der Verlängerung, bevor das erste versunkene Buhnenfeld beginnt, ablegen. Und den Absenkstein direkt in die Hafeneinfahrt, relativ in Ufernähe, in Bootsnähe ziehen. Damit die Schiffe auf jeden Fall, ihr habt ja gesehen, die Navi hier um die Ecke rumkommen, keinen Kontakt mit unserer Schnur haben. Bei dem schrägen Umlenken kommt es natürlich vor, dass man sich einen leichten Schnurbogen reinfährt. So, jetzt bin ich angekommen am Stein. Bremse einstellen. Leichte Spannung drauf. Seht ihr, wie schön die jetzt auch umgelenkt ist? Ganz knapp vor der Packung abgelegt. Ein bisschen im Winkel umgelenkt. Da kann definitiv nichts passieren, wenn das nächste Boot jetzt rein oder raus kommt. Seht ihr, da kommt schon der erste. Und er kann ganz problemlos drüber fahren, überhaupt kein Thema. Was ist mit dir? Wollen wir baden gehen? Hier mal am Boot reinspringen? Oder willst du lieber chillen? Chili Vanilli macht sie. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal was zu essen reinballern. Schönen, kalten Y-Food Pistazie. Mega, absolut mega lecker. Ihr habt von den Nährwerten her Schnitzel, Pommes, Salat drin. Aber als Trinkmahlzeit. Und dann werden wir mal hier abwarten, ja. Ich habe schon tagsüber was
knallt. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, mega guter Spot. Wir haben gut umgelenkt, werden keinen Ärger kriegen mit den Bootsfahrern hier vom Hafen und auch keine Probleme im Geldbeutel, dass wir morgen wieder einen Angel laden müssen, neue Schnur holen. Bin echt mal gespannt, ob der Plan aufgeht. Aber sieht heiß aus da draußen. Heiß aus an der Strömungskante hier vom Auslauf vom Hafen. Hinten fahren sie, die Jungs, schauen nach Recht und Ordnung. Aber ihr habt keinen Stress, wir machen nichts Verbotenes. Alles Chili Vanilli. Deadbaits sind erlaubt, Nachtangeln ist erlaubt, Angeln vom Boot ist erlaubt. So macht doch Wallangeln Spaß, oder? So, jetzt brauchen wir nur noch einen Fisch. Aber ich glaube, jetzt gehe ich erstmal baden mit Finny. Gleich hier am Boot reinspringen. Wer weiß, vielleicht kommt tagsüber schon eine Aktion. Aber ich glaube, das sehr klare Wasser, das fallende Wasser jetzt. Ich glaube, in den nächsten Tagen werden auch die noch überfluteten Buhnenfelder langsam wieder rauskommen. Ich glaube, es wird eher die Dämmerungsphase bzw. die Nachtzeit werden, wo die Waller hier reinkommen, wo die Waller dann aktiv werden. Das Wurmbündel müssen wir auf jeden Fall ein bisschen im Auge behalten. Wasser ist warm genug, gibt jetzt genug Mitfresser, Mitesser. Aber das kriegt man ja über die Bissanzeige gut vermittelt, wenn da sich einer für interessiert. Und bei den Köfis mache ich mir keine Gedanken. Und selbst wenn ein großer Zander oder ein Hecht kommt, der wird schon hängen. Da geht der Erste. Uiu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 i, Volleinschlag. Der erste Biss jetzt um 22 Uhr. Schön reingesemmelt. Um Lenker hier in der Packung rausnehmen. Der Absägestein ausgelöst. Das ist jetzt die richtige Zeit für die Deadbaits. Jetzt gehen wir raus in den Hauptstrom. Thank you.
Angel ist. Der ist krumm, solid. Oh, kein schlechter. Die rote EVA-Hose, ich sag's euch. Gegen die Bude geknallt. Habt ihr das gesehen? Ich bin mir fast gegen die Boje geknallt. Ja, die roten Teufel. So, hier kommt er. Deadbait komplett weggezogen. Ich zeige euch mal schnell. Schaut euch mal diesen starken Fisch hier an. Petri Heil. Mega. Mega. So muss es laufen. Schlafanzughose ist komplett eingesudelt, aber deswegen sind wir auch hier. So, die fahren wir jetzt direkt nochmal raus. Ich glaube, in diesem Einlaufbereich hier, da geht noch was. Die Fische werden jetzt hier reinkommen. Schön an der Kante draußen, wie ich es euch heute Mittag gezeigt habe. Strömungskante, wo die Strömung aufs stehende Wasser trifft, auf die Dreher. Dann geht's vorwärts. Weiter geht's. So, Rute sitzt wieder. Bootsmodus ist aktiviert. Bei dem kleinen Schlauchboot habe ich diesmal echt eine wackelige Kameraangelegenheit mir gebaut. Aber es hat funktioniert. Ich hoffe, ihr hattet alles gut im Bild. So läuft es dann ab, wenn ich alleine unterwegs bin. Ich muss da ein bisschen erfinderisch sein. Einen wunderschönen guten Morgen, alles erwacht, ein heißer Tag liegt wahrscheinlich wieder vor uns und es war doch wirklich eine coole Nacht, eine erfolgreiche Nacht. Hier direkt in der Hafenausfahrt haben wir alles richtig gemacht. Bei diesem warmen Wetter tagsüber und dem klaren Wasser, ganz klar, die aktiven Phasen sind die Nachtzeiten, die dunkle Zeit hier am Fluss. Da werden die Räuber aktiv und begeben sich auf Jagd, genau im Mischwasser von den Hafenausfahrten. Tagsüber hatten wir keine Aktion auf die Ruten. Deswegen werde ich jetzt auch in aller Ruhe hier alles zusammenpacken, zusammenraffen, weiterziehen
und mir eine neue, interessante Hafenausfahrt suchen. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Ihr könnt da was mitnehmen. Es gibt ja sehr, sehr viele so Mündungsbereiche in unseren Flüssen hier in Deutschland. Ja, und da wartet definitiv Fisch auf euch. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch. Bleibt gesund. Viel Spaß am Wasser. Und die Mücke hier muss weg. Euer Stefan. Ciao, ciao.